quasi jetzt live beim Kreispokalfinale in Niederdilfen. Erster FCK Marienborn gegen Sportfreunde Siegen in der 17. Minute. Erzielte Metin Kizil den Treffer zum 1:0 für die Sportfreunde. Das ist das 1:1. Mats Lukas Schelt in typischer Manier. 22 Meter Freischuss mit links ins untere rechte Eck. 1:1. Thorsten Heber, Glückwunsch zum Kreispokalsieg 2016. Ja, kurzes Fazit zum Spiel. Ja, man hat gesehen, dass es ein Spiel zwischen zwei Mannschaften sind, die einen gepflegten Fußball spielen, die heute sich auch nicht geschenkt haben. Für uns war es wichtig, ich hatte was vor, ich wollte was ausprobieren. Man hat gesehen, ich habe 4, 5 Stammspieler draußen gelassen, habe anderen Spielern die Möglichkeit gegeben, wobei ich muss sagen, ich gebe meinem ganzen Kader Vertrauen. Mir ging es darum, wir haben ein bisschen umgestellt, was getestet, auch für Montag. Das haben die Spieler 1A umgesetzt. Ich muss sagen, Mit der Umstellung von Jared Jürgens auf hinten links hatten wir das Spiel gut im Griff. Ja, wir haben das sehr weit, sehr hoch verteidigen können, auch dass wir kaum Chancen zugelassen haben und selber viele, viele Chancen gerade in der zweiten Halbzeit gehabt haben, wo wir es 3:1 machen müssen auch noch. Da haben wir sicherlich mehr Ruhe. Dass man dann nochmal in eine Situation kommt, wo vielleicht, wenn der Julian Jakobs da eingewechselt wird und auch, ich weiß jetzt nicht den Namen von dem Zehner, muss ich mal nochmal nachlesen, der für mich ein hervorragender Junge ist, da kann Sportfreunde froh sein, dass so einen Fußballer in ihren Reihen haben, dass dann nochmal vielleicht eine gefährliche Situation rauskommt, liegt in der Natur der Sache. Aber ich denke, meine Jungs haben das gut gemacht heute und ich bin stolz auf sie. Vorne mit Ecker und Kügler, war das so geplant? Mit den etwas älteren Herren in Anführungsstrichen vorne zu spielen? Ja, ich habe heute was ausprobiert. Ich wollte Fußball auf den Platz bringen, ne? Erfahrenheit gegen etwas jüngere Mannschaft. Und das hat heute gut funktioniert. Und das gehört auch zum Fußballbereich dazu. Das ist der Herrenbereich. Und da wird auch mal mit etwas Cleverness gespielt. Das haben die zwei sehr gut gemacht heute. Aber ich habe auch den Tom Schmidt auf einer neuen Position. Den hat er hervorragend gemacht. Sensationell sogar auf der rechten Außenverteidigerposition. Und für mich war wichtig, dass die Sachen fruchten, die ich probieren wollte, hat geklappt. Der positive Nebeneffekt war natürlich der Pokalsieg dabei. Eine Frage zum Abschluss. Jetzt volle Konzentration auf Olpe. Ja, heute dürfen die Jungs noch mal genießen, feiern, ne? solange es geht, wie es die Arbeit zulässt. Ja. Und dann gilt es natürlich an die Arbeit, die Blessuren pflegen, wieder sich zu grounden, ne? Dass wir wieder am Montag wieder mit derselben Einstellung in dieses Spiel gehen. Sie haben gezeigt, wenn man Leidenschaft hat, Atletico hat uns allen gezeigt, kann man alles bewegen. Und jetzt aber erstmal Verwirrung im Verwirrung im Siegner Strafraum, Kuriosität. Der Torwart dreht sich um die eigene Achse. Und dann ist es Christian Runkel, der das 2:1 für Kamerinborn erzielt. Gelb für Torben Schmidt und nach dem Foul an Abdelhamid Sabiri und nun eine gute Freischussgelegenheit für die Sportfreunde. Und der aktuelle Spielstand ist 2:1 für Kamerinborn. Das angebliche Tor von Amit Tahiri wurde wegen einer Abseitsstellung nicht gegeben. Ist das ein Prestigeduell gewesen? Klar, aber liegt dann doch wieder mehr die Konzentration auf dem kommenden Wochenende? Pokalfinale will man nicht verlieren. Wir sind durch zwei vermeidbare Tore in Rückstand geraten.
Von daher haben wir dann hinterher nicht mehr viele Chancen herausgespielt, um selbst nochmal auszugleichen bzw. vielleicht in die Verlängerung zu kommen. Von daher müssen wir uns selbst den Vorwurf gefallen lassen. Spieler aus dem erweiterten Kader haben heute von Anfang an gespielt, also eher schon die Jungs geschont, die Stammspieler. Wir sind sportlich für die Westfalen-Ebene qualifiziert. Die ersten sechs der Oberliga nehmen teil. Ja. Da wäre es fahrlässig, irgendwelche Leistungsträger jetzt hier heute im Pokalspiel nach 9 englischen Wochen ständig aufzustellen. Die ärgerliche, ja, war ja ein kurioses Spiel am letzten Wochenende mit den 2,5 Stunden Verspätung. Alles um die Niederlage, ist die noch in den Köpfen drin oder geht jetzt wieder Vollgas zum nächsten Auswärtsspiel? Wir konzentrieren uns jetzt, machen morgen einen Cut und dann konzentrieren wir uns auf die schwere Aufgabe in Schermbeck und dann sehen wir zu, dass wir aus Schermbeck was mitbringen.